Die letzten Edelsteine hier in Let's Replay Crash and Saint Trilogy. Wir begeben uns in Dynamite. Denn hier gibt es noch zwei wunderschöne Edelsteine für uns. Auch wenn das zugegeben für mich jetzt eher lästig ist, noch die restlichen Edelsteine zu holen. Weil es kann halt einfach nicht mehr viel passieren. Wir können einmal abgacken und dann denkt man sich so, blöd, aber... Ne? Es ist halt nicht so schlimm, wie das ganze Level neu machen wie bei Relikten. Dann landet man beim letzten Checkpoint und versucht es halt besser zu machen. Das ist nach den Relikten eigentlich so, ja, wir lassen das Spiel jetzt ausklingen, aber wirklich Spannendes passiert hier nicht mehr. Deswegen habe ich das irgendwie in den letzten Malen, wo ich das durchgespielt habe, immer weniger, mochte ich das immer weniger, diese Edelsteinsammlerei. Gerade von so Sachen, die man halt einfach sonst nicht konnte. Also am Anfang so, hier zum Beispiel Dynamite, da hatten wir halt noch nicht den gelben Edelstein, weil wir keine Relikte gemacht haben. Deswegen konnten wir das nicht direkt holen, so. Bevor wir mit den Relikten generell angefangen haben. Ja, es war vielleicht auch keine gute Idee, direkt auf die Plattform zu gehen. Wir hätten vielleicht ein bisschen erstmal laufen sollen. Dann haben wir gleich einen blöden Rückweg. Aber gut. Egal. Nicht so schlimm. Ich versuche dennoch hier relativ fix durchzukommen. Wahrscheinlich auf Kosten von vielen Masken und Leben. Maske habe ich jetzt nur eine. Eine habe ich schon verloren, richtig dumm. Weil ich ungeduldig war. Ich habe es im letzten Part angesprochen, dass ich vorhabe, eine Umfrage zu machen, ob wir Crash 2 oder Crash 1 als nächstes spielen. Gerade habe ich tatsächlich auch deutlich mehr Lust auf Crash 1. Also es könnte sein, dass ich mich doch einfach... was habe ich gerade gesagt? Crash 1, Crash 2? Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass ich mehr Bock auf Crash 2 habe. Ich glaube, ich habe gerade Crash 1 gesagt. Das heißt, ich werde vielleicht dann doch einfach das spielen, worauf ich gerade mehr Lust habe. Und wie gesagt, gerade habe ich auf jeden Fall mehr Lust auf Crash 2. Das mag nämlich auch daher rühren, also generell mag ich Crash 2 mehr als Crash 1, aber es kann daher rühren, dass ich halt Crash 1 ja schon mal ein bisschen auf der Switch angespielt hatte. Also in der letzten Zeit dann entsprechend gespielt habe. Dass ich jetzt nicht mehr so heiß auf das Spiel bin, das kann definitiv sein. So, ich würde mir gerne noch die Leben holen. Wir haben zwar 55, aber das ist ja egal. So, kann man hier mal mit dem Blitz... Nee, ne? Nee, das ging, glaube ich, wirklich nicht. Mensch, komm. So. So. Jetzt müssen wir leider ohne Masken. Ohne jegliche Maske, ohne jegliche Absicherung. Den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist nicht toll. Aber uns bleibt leider nicht viel anderes übrig, wenn wir den Edelstein für alle Kisten haben wollen. Ich mache das anders. Ich bin nämlich ein bisschen feige. Ich mache jetzt den Bonus. Denn wenn wir den Bonus machen, oder den halt einmal betreten haben, dann verkacken, auf dem Weg zurück, sollten wir tatsächlich wieder beim Bonus landen. Weil das ist in der Insane Trilogy noch mehr ein Checkpoint, als es in der im Originalspiel schon war. Also im Originalspiel war es halt so, wenn du im Bonus gestorben bist, bist du von dem Bonus wieder aufgetaucht. Da bist du von dem Bonus gespawnt. In diesem Spiel ist es aber, in der Incentral ist es halt, glaube ich, wirklich so, dass du, wenn du im Bonus stirbst, landest du wieder davor, aber auch wenn du den Bonus gemacht hast, also diesen Mini-Checkpoint hast und dann weitergehst und dann nochmal stirbst, dann landest du trotzdem wieder beim Bonus und nicht beim letzten Checkpoint. Das heißt, es ist hier so ein vollwertiger Checkpoint im Endeffekt. Und wenn wir den ganzen Bereich gemacht haben, dann springen wir hier runter und haben den richtigen Checkpoint. Also ich glaube, taktisch ist das tatsächlich clever, wenn das denn so wirklich so funktioniert. Vielleicht werden wir es aber auch nie herausfinden. Das liegt daran, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Also das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das nicht rausfinden müssten. Weil wenn es da doch nicht so funktioniert, wie ich mir das denke, dann ist das blöd. Aber den Bonus haben wir immerhin schon mal gemacht. Den kann uns keiner mehr nehmen. Und gerade deswegen muss es eigentlich so sein, oder? Ich weiß es nicht. Auch egal. Den ganzen Bereich durchläuft man normalerweise als Dino. Das Problem ist, hier sind noch Kisten. Das Tolle ist, wenn wir bis zum Dino kommen, haben wir die Möglichkeit, mit dem Dino weiterzulaufen. Und dann haben wir immerhin den Dino als Absicherung, weil der zählt ja so ein bisschen als Maske. Da ist ein Stalker. Hau ab. Ich weiß, dass hier jetzt gleich relativ bald noch ein Stalker ist. Und natürlich eine Menge Feuer. Deswegen müssen wir langsam sein. Die Stalker haben mich auch auf der PlayStation 4 richtig abgefuckt. Also, die haben mich richtig hart gekillt. Okay, hier ist noch ein Dino, wunderbar. Und natürlich der ganz am Anfang. Hier ist ein Checkpoint gewesen, oh. Ich habe nur eine Kiste gesehen und wollte sie zerstören.
Okay, ja gut, wow, das war... Okay, egal. Hä? Was? Was war das denn jetzt? Da sehe ich ja nicht so ein. Ich bin froh, dass wir den Checkpoint mitgenommen haben. Auch wenn es eigentlich gar nicht beabsichtigt war. Fand ich jetzt eigentlich nicht fair, dass ich da verbrannt bin. Warum? Hat Crash irgendwie die Hitze gespeichert und dachte sich dann so, ah, ich muss hier verbrennen oder was? Es macht halt keinen Sinn. Ja. Keine Ahnung. Ist hier nochmal ein Stalker? Nee, hier ist einfach noch ein Dino. Und das sollte ja eigentlich die Stelle sein, wo... Ich wollte gerade sagen, wo uns keine Kiste mehr fehlt. Gut, dass ich es versucht habe und zurückgegangen bin. Denn hier war in der Tat noch eine. Aber ich glaube, das war es jetzt. Wie spät kam denn hier der Dino? Hier, okay, hier sind wir wieder. Okay, gut. Es wäre halt deutlich gechillter gewesen, wenn wir den ganzen Bereich einmal durchlaufen hätten am Anfang und dann erst die Plattform verwendet hätten. Dann hätten wir vor allem auch nochmal den ganzen Bereich gesehen, den wir dann zurücklaufen. So war der Bereich zurück jetzt blind, so gesehen. Aber egal. Egal, wir haben jetzt alles. Jetzt dürfen wir nur noch auf dem Weg nicht mehr sterben, aber hier ist jetzt eigentlich keine Gefahr mehr, bis auf die Feuerstellen und die Geysire und die sehen wir. Wenn wir da irgendwie reinlaufen, reinrutschen, dann sind wir selber schuld. Also richtig hart selber schuld. Wobei das schon wieder knapp war. Da war ich schon wieder fast im Feuer. Die sind ja in der Remake-Version hier ein bisschen pingeliger, was das angeht. Hier ist auch nichts mehr. Gut, 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 gut. Dann sollten wir jetzt runterlaufen können. Bonus ist saved. Und können hier den ganzen Kack machen, der uns noch am Ende des Levels erwartet. Sollten dafür dann beide Edelsteine insgesamt bekommen. Beziehungsweise jetzt halt den alle Kisten-Edelstein noch. Den anderen haben wir ja bereits. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit die Gastaste drücke. Weil das ist eigentlich... ein bisschen gefährlich. Die hier können wir auch selber kaputt machen, müssen wir aber nicht. Der Dino macht das auch für uns. Und hier sammeln wir uns jetzt den letzten Edelstein. Aus diesem Level. Damit fehlen uns jetzt noch 5 oder so. 4. Ist auch egal. Uns fehlen auf jeden Fall noch die beiden aus Tomb-Time und der eine aus Boneyard. Applaus, Applaus, ja. Und der eine von Coco. 4 müssten fehlen. Ist das aktualisiert? Egal, wir warten mal. Wir haben 104%, wir müssen... Feuerwerk! Wir haben es geschafft, wir haben noch gar nichts geschafft, Mensch. Coco, hast du Bock? Gibt die uns überhaupt noch einen Edelstein? Oh, wie war das denn? Gibt die uns überhaupt noch einen Edelstein? Ich weiß es nicht. Interaktion. Nee, das ist begleiten. Nee, das möchte ich nicht. Warum denn nicht? Weil ich dich nicht mag. Müssen wir jetzt nochmal Cortex besiegen? Wir müssen offenbar jetzt Cortex besiegen. Vielleicht bekommen wir auch dann erstmal... Ich weiß es nicht. Uns fehlen auf jeden Fall noch 4 Edelsteine. Das interessiert mich jetzt aber mal. Könnten wir Future Tense spielen? Ich habe auch noch nie versucht, in den 5. Warp umzugehen. Da müssen die Level weg sein. Und auch das Level ist weg. Okay, das haben sie beachtet. Das hat mich jetzt nämlich mal interessiert, ob sie das wirklich beachtet haben. Wenn nicht, hätte ich sehr rumgemeckert. Aber sie haben es beachtet. Und ich habe nur noch 6% auf meinem Handy. Das ist sehr gefährlich. Okay, komm, ich halte jetzt einfach mal meine Uhr an. Das ist 8 Minuten, das heißt bei 42, so sollte man mal aufpassen. Ja gut, dann besiegen wir nochmal Cortex. Jetzt. Bisschen blöd eigentlich, aber gut. Das ist jetzt wahrscheinlich das Problem mit, ja, wir haben schon Hot Coco gemacht, wir haben schon... Der Beutelachs hat mir alle Kristalle und alle Edelsteine gebracht. Die ultimative Macht gehört mir. Die Welt, wie wir sie kennen, wird enden. Ja, gar nichts wird enden. Wir haben noch nicht alle Edelsteine. Das ist aber auch irgendwie ein bisschen komisch halt, wenn man jetzt bedenkt. Uka Uka sagt ja, glaube ich, in der Originalsequenz, also wenn man halt nicht 100%, wenn man einfach nur bis zu Cortex gespielt hat und den besiegt hat, sagt er, glaube ich, so von wegen, also im Original sagt er zumindest, das sind noch die Edelsteine. Sowas ähnliches müsste er halt auch hier sagen. Es gibt noch eine andere Kraftquelle, bla bla. Und es macht halt keinen Sinn, wenn es immer noch Edelsteine gibt, die wir noch nicht haben. Und der sagt so von wegen, oh, scheiße, wir haben keine Möglichkeit mehr. Das macht halt null Sinn. Aber gut, das ist halt das Problem der Insane Trilogy, nicht meins. Hier können wir wenigstens mal diese geile Musik genießen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass da dann gleich wahrscheinlich 105% schon steht, obwohl wir es noch gar nicht haben. Allerdings werden wir wahrscheinlich auch hier jetzt dann 100,
7%, schätze ich mal, bekommen. Wegen einem Edelstein und einem Relikt in Future Tense. So war es ja zumindest in Crash 1 mit Stormy Ascent. Das hat ja jeweils nochmal 1% gebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Wir müssen auf jeden Fall mehr Prozent jetzt bekommen. Das, also Future Tense kann es jetzt halt auch sein, dass wir jetzt quasi 2% mehr haben als... Ach, keine Ahnung. Ich blicke bei der Rechnung nicht durch, sie ist mir auch relativ latten. Ich finde es auf jeden Fall blöd, dass ich jetzt 4 Edelsteine noch nicht habe, aber das Spiel sagt, ey, du bist fertig. Obwohl das gar nicht stimmt. Das ist echt doof. Dennoch sage ich auch nochmal, nicht mein Problem. Wenn das Spiel denkt, ich bin fertig, gut, ich weiß, dass ich noch nicht fertig bin. Und sammle noch die restlichen Edelsteine, natürlich. Das andere wäre ja lame. So. So. Tschüss. Damit wären wir laut Spiel offiziell fertig. Ja, ob ich dann nochmal irgendwie davon den Abspann zeige, weiß ich nicht. Strudelmaschine hat nicht gehalten, aber wir hatten Glück und sind entkommen. Gib mir die Maske, damit erreiche ich die Welt an mich. Schwer zu sagen, was aus unseren Gegnern geworden ist, aber ich nehme an, wir werden sie eine lange Zeit nicht sehen. Okay, wieso haben die mir jetzt die Credits verwehrt? Also ich habe nichts gedrückt. Finde ich auch sehr interessant. Ah, du hast dich doch schon einmal gesehen. Zweites Mal muss ich auch nicht sehen. Ja, pf, keine Ahnung. Sie haben auf jeden Fall auch nicht sauber abgeschnitten. Aber egal. Ist mir egal. Wir haben jetzt 104%. 4 Edelsteine fehlen immer noch. Genau, genau. Ja gut. Keine Ahnung. Und ich weiß, wie gesagt, auch nicht, was das mit dem letzten Edelstein da auf sich hatte. Ob wir da wirklich noch einen von Coco bekommen oder wie das war. Ob ich da wirklich was vergessen habe. Keine Ahnung. Müssen wir nochmal schauen. Ich habe jetzt auch nicht weiter nach hinten geguckt, ob da vielleicht noch irgendwo anders ein Edelstein fehlt, so richtig Billo-mäßig. Ich weiß halt nur, dass hier noch zwei fehlen und dass in Boneyard einer fehlt. Vielleicht fehlen noch in Boneyard zwei, das macht aber keinen Sinn. Oder halt einfach woanders. Ja, dieses Level habe ich vorhin halt auch sehr lang gesehen auf der Switch. Das war auch nicht nett. Aber das ist egal, denn ich muss mich jetzt nicht beeilen. Ich kann mir alle Zeit der Welt lassen. Das ist wunderbar. Vielleicht mache ich den Part auch jetzt länger und mache das als Finalpart hier, weil... Ja, es fehlt ja nicht mehr so viel. Und das dauert jetzt auch nicht so lange. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade gesagt, 8 Minuten hatten wir bis 42 Aufnahmezeit. Das ist jetzt für mich intern nur. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich noch so 7 Minuten Zeit oder sowas, bis etwa 20 Minuten erreicht sind. Und in der Zeit sollte ich auf jeden Fall dieses Level hier schaffen und Boneyard dauert dann auch nicht mehr lange. Ja, vielleicht fehlt halt wirklich nur ein richtiger Knaller-Edelstein, den ich jetzt vergessen habe. Oder vielleicht haben wir heute Coco doch noch nicht gemacht, was weiß ich. Aber sollte alles normal laufen, dann dauert das halt wirklich nicht mehr so lange, als dass wir dann noch extra einen neuen Part für anfangen müssten. Und dann wären wir innerhalb von so wenigen Parts durch, dann haben wir nicht mal 20 Parts. Das ist dann schon tatsächlich ziemlich krass. Hätte ich niemals mit gerechnet. Aber ich habe generell nicht gerechnet. Keine Ahnung, ich habe keine Schätzung gemacht oder habe mir besser gesagt nicht überlegt. Schätzung klingt so fachmännisch und kaufmännisch. Sollen wir gerade mal... Machen wir gerade mal, oder? Ich muss, glaube ich... So, und dann muss ich jedem Dings da ausweichen, oder? Wie war das? Ich will das Achievement gerade haben, weil... Ja, warum nicht alle Achievements auf Steam haben, ne? Machen wir einfach mal. Ich meine, das war so, dass wir einen Affen übrig lassen mussten, der dann die ganze Zeit auf uns wirft. Und wenn er nichts mehr wirft, dann müssen wir den Krug zerstören und irgendwie... Oder wie war das? Oder mussten wir uns wirklich von allen bewerfen lassen? Ich weiß leider nicht mehr, wie das war. Ich lasse ihn jetzt einfach mal machen. Keine Ahnung, ob das jetzt unendlich macht. Oder muss... Okay, gut. Ja, okay.
Dein Zen-Moment, genau das war das. Gut. Habe ich richtig im Kopf? Alles supi. Nein! Oh mein Gott, das war verfickt knapp. Auf der Switch hätte ich es wahrscheinlich nicht gepackt, weil ich nicht so schnell hätte rutschen können. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, aber... Ich hätte es halt trotzdem nicht gepackt und hätte nochmal ein paar Meter neu laufen müssen. Ist halt schon ein Unterschied, ne? So, hier zerstören wir wie immer erstmal die blöden Kisten. Das sind zum einen die hier, aber vor allem auch diese beiden Kisten hier. Top. Top Kack, besser gesagt. Ja, ich bin echt super. Hat man ja auch gar nicht gesehen, dass die Tür eventuell zugehen könnte. So, den Rest sollten wir hinkriegen. Bis zu der Kackplattform müssen wir also zurück und dann ist das alles hier ruled. Das war übrigens verdammt knapp und das war doof. Ich habe schon wieder vergessen, was da kommt. G, 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 G. Aber geh mit Gott. So, jetzt denke ich daran, dass hier ein Abgrund ist. Zerstören auch die paar Kisten. Dann muss ich auch gar nicht durch die Pfeilfallen zurück gleich. Wir ersparen uns damit auf jeden Fall eine Menge. Das ist ungefähr so eine gute Abkürzung wie bei Cortex Power in Crash 1. Wenn man diesen einen Checkpoint einfach mitnimmt. Dann muss man nämlich den ganzen Sprungkack da nicht machen, der teilweise echt blöd ist. Ohne Maske vor allem. Nur dass das hier tatsächlich noch ein bisschen besser ist, finde ich. Also ein bisschen mehr bringt noch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, alles gut erstmal wieder, so. Und jetzt war da gleich hoffentlich direkt irgendwie so ein Checkpoint oder sowas. Ich glaube nicht, ne? Ist auch egal. Ist ja eigentlich doch gar nicht so schwierig hier, der ganze Rotz. Ja, ich bin noch nicht durch. Vielleicht sollte ich das erst sagen, wenn ich wirklich durch bin. Das stimmt wohl. Kommt jetzt nicht ein Checkpoint gleich, so? Wäre das nicht nur fair? Eigentlich schon. Hau ab. Die Kisten können wir uns auch so holen. Zumindest in der Theorie. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht runterkrachen. Dieser Schutt, der da von der Decke kommt, ne, der erinnert mich irgendwie immer sehr an Twilight Princess. Bei Zelda Twilight Princess gibt es ja sowas ähnliches, dass da Schutt von der Decke so runterrieselt. Das Problem ist nur, das sind Spinnen, die da oben sind. Das heißt, wenn man genau da drunter steht, dann kommen die runter. So, und jetzt noch die zwei Kisten hier in der Mitte. Und dann wären es das auch alle. Wunderbar. Oder war das Skyward Sword? Oder war das sogar beides? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall in irgendeinem Zelda ist das so. Das ist echt nicht so schön. Aber es ist schön, dass wir jetzt gleich alle Kisten... Also alle Kisten haben wir schon, aber dass wir gleich einen Edelstein für alle Kisten bekommen. Und damit dann beide hier in Tombtime haben. Und uns dann noch der eine in Boneyard fehlt und hoffentlich der dann bei Coco oder wo auch immer wir den herbekommen. Also ich glaube, Coco gibt ihn uns nicht mehr richtig, sondern der liegt dann, glaube ich, einfach im Edel... im Warpump, oder? War das so? Oder habe ich doch einen übersehen? Ja, ich nerv damit. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man schon merkt, dass ich keinen Bock drauf habe. Nicht so, dass ich keinen Bock auf das Spiel habe. Ich habe sehr viel Bock auf das Spiel und auch auf diese Version und alles. Aber ja, es passiert halt einfach nichts. Das ist billiges Edelsteinsammeln so. Das ist, ne, das hat für mich keinen Kick mehr. Wenn ich jetzt die ganze Zeit Relikte mache. Das hat einfach keinen Kick mehr. Wirklich nicht. So, das hier wird sowieso der billigste Edelstein überhaupt, der uns jetzt noch fehlt. Denn hier müssen wir nur einmal durch den Geheimbereich und fertig. Also durch den Edelsteinbereich. Geheim ist der jetzt nicht wirklich. Ja gut. Leben brauche ich da jetzt nicht von. Wir müssen halt nicht mal alle Kisten holen. Weil auch den Edelstein haben wir schon. Das heißt, wir sparen uns auch noch den Bonus und alles ist schön. Und wir kommen hier innerhalb von 3 Minütchen wahrscheinlich durch. Wenngleich ich nicht mehr weiß, wie der Geheimbereich hier in Boneyard aussieht. Wir können einfach so schön durchheizen, das ist wunderbar. Zwar nicht als Superman, weil die beiden Masken, die hier in der Zeit-Challenge sind, sind jetzt hier im normalen Modus nicht da, aber was soll's. So. Truff da. Ich weiß gar nicht, gab es hier einen geheimen Ausgang? Ich schätze mal schon, ne? Hier gibt's Metall-Check? Ich weiß es echt nicht mehr.
Ist mir letztens auch mal wieder in den Sinn gekommen. Die Kistenstatistik, die ich damals für Crash 2 mal gemacht habe. Die wollte ich ja damals auch mal für andere Crash-Spiele machen, also. Mittlerweile würde ich es nicht mehr machen, glaube ich. Weil es ist halt einfach so unglaublich unwichtig. Was bringt es mir zu wissen, in dem Level gibt es 50 Fragezeichenkisten. Es ist halt wirklich Statistik und wow, ja, das ist sowas von unerheblich im Endeffekt. Damals habe ich es einfach nur gemacht, weil ich wirklich wissen wollte, ey, in welchem Level gibt es denn die krassesten Kisten oder so. Wo gibt es die meisten Nitro-Kisten, wo gibt es die meisten TNT-Kisten, keine Ahnung. Wo kriegt man am meisten Lebenskisten? So ein Kram, ne? Es ist schon interessant, aber dafür würde ich nicht jedes Level so durchforsten, wie ich das damals gemacht habe, um zu gucken, ey, welche Kisten gibt es denn da? Das ist halt wirklich ein Heidenaufwand, wie man sich vorstellen kann. Ich habe sogar mal ein Video dazu gemacht, wie ich das quasi mache, wie ich das durchführe. Diese Zählung. Es war umständlich und alles und es ist halt sehr aufwendig. Und wenn man sich dann da einmal verzählt oder zufällig einen zu früh hochgezählt hat oder irgendwie so ein Kack, ne, dann ist alles im Arsch. Dann darf man das ganze Level wahrscheinlich nochmal durchforsten. Und bei manchen Leveln ist das ja doch eine ziemlich langwierige Angelegenheit. Bei Crash 2 ging es jetzt eigentlich bei jedem Level noch mit der Kistenanzahl, aber bei Crash 3 schon, ne, da geht schon so los mit kranken Leveln, mit vielen Kisten. Hier sind es jetzt 66 und das ist der erste Warp Room. Insofern, das ist schon sehr aufwendig. Und lohnt sich das dafür einfach nicht. Das lohnt sich halt einfach nicht so. Das war Lucky. Es müsste auch gleich das Ende kommen. Da ist es. Wir haben den Edelstein, das optionale Ziel. Und jetzt sollten wir eigentlich alles haben und den Edelstein im Warp Room bekommen, wenn alles richtig und in Ordnung ist. Sonst muss ich gucken, wo wir noch einen Edelstein herbekommen. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Prozente wir dann haben. Ich weiß auch nicht, wie viele wir jetzt haben. Jetzt haben wir 107. Okay, wir haben jetzt schon 107. Gut, wir hätten ihn mal austanzen lassen können. Auf jeden Fall fehlt noch ein Edelstein und den bekommen wir jetzt hoffentlich hier irgendwo. Ja, hier ist er! Woo! Wir haben es geschafft und wir bekommen nochmal ein Feuerwerk. Auch wenn wir gerade erst eins bekommen haben, aber ist ja egal. Toll! Und wir haben damit offiziell 108%. Ich weiß zwar nicht genau, warum 108%, weil es gab ja offiziell hier 105%. Aber gut, dann hat der Edelstein in... Es gab nur einen, ne? Oder Moment. Nee, es gab zwei, ne? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Doch, es gab zwei Edelsteine, ne? Das erklärt natürlich alles, aber... Ja, es gab zwei Edelsteine. Okay. Okay, gut, dann ist klar, für jedes 1%. 108% haben wir jetzt also in Crash 3 Warped in der Insane Trilogy zusammen mit dem DLC-Level Future Tense, wo uns jetzt dann ein Platin liegt und zwei Edelsteine beigesteuert wurden zu den 105%, also 3% mit 108%. Insgesamt sind wir jetzt hier fertig. Woo! Ich freue mich. Sehr cool. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem doch recht kurzen Let's Play jetzt, Let's Replay. Wie gesagt, weitergehen wird's, denke ich mal, mit Crash 2. Ich werde wahrscheinlich keine Umfrage gemacht haben, weil ich doch deutlich mehr Bock auf Crash 2 habe als auf Crash 1. Dann werden wir da wieder alles regulär machen, wie wir es gewohnt sind, wie wir es aus dem Original-Let's Play schon gewohnt sind, was ich da gemacht habe und so, ne. Ja, wir haben jetzt Future Tense gesehen, wir haben das ganze Spiel in 60 FPS genießen können und auch die Bannen an beiden Teile werden wir jetzt in 60 FPS zocken. Wenn ihr wieder dabei seid, würde ich mich freuen und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächsten beiden Teile, auf die anderen beiden Teile, besser gesagt. Und auf die Replays, mal gucken, wie lang die werden. Bis dahin, tschüss.